Es kommt auch da oben drauf noch so ein richtig schönes Dach. Hallihallo, Lüchen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. Und was zur Hölle macht eine Fledermaus hier draußen? Es ist schön, dass du hier rumfliegen kannst. Glückwunsch. Ich sag dazu mal nix. Hier haben wir unsere kleine Garage. Unser Wuff wird dabei die ganze Zeit durch die Gegend gehoben. Ich habe eigentlich noch so viel zu tun. Ich muss eigentlich nur so viel machen. Und den Lampen hier wollte ich auch noch wesentlich mehr bauen. Und ich werde mal schauen, dass ich mir hier vielleicht noch irgendwie hier noch so ein Crafting-Dingsbums oben hinstelle, damit ich nicht die ganze Zeit runterrennen muss. Ich meine, es ist ja auch blöd. Crafting-Terminal. Ja, genau dich. Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn davon schon? Okay, doch. Ja, den Crafting-Table, das ist kein Problem. Dafür brauche ich dich. Ah, dafür brauche ich wieder ganz anderes Zeug. Schauen wir doch mal. Wir brauchen Sertus Quartz, Flugsdust. Dafür brauchen wir Hilfe. Wenn man mal so eine Auflistung hätte. Ah, Sertus Quartz. Ja. Okay. Wir müssen also nach oben. Moment, ich schmeiße hier mal mein ganzes Zeug wieder rein. Das meiste brauche ich ja jetzt auch nicht mehr hier drinnen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit dieser Floppy Disk hier machen soll. Ich glaube, das ist für Computer Craft, aber ich bin jetzt nicht wirklich so der Fan von dem Mod. Ich will da hier wieder raus. Hilfe. Ich habe so viel Zeug einstecken. Es braucht doch kein Mensch mehr hier. So, und mein Inventar hier unten ist auch schon wieder voll. Nein, ich will dich nicht rausschmeißen. Nein. Bist du das Böse, das explodieren kann? Wenn ich was mit der crafte, dann explodiert's. Und ich nebenbei. Und dann ist mein ganzes Spiel wieder im Eimer. Haben wir ja schon mal gesehen. Papier, Scripting-Tool, ja, das hat mir eh nichts gebracht. Nächstes wunderschönes Scripting-Tool. Du hast diesen Dings da drinnen. Oh, das, ja, stimmt, da wollte ich ja noch was machen. Da wollte ich ja den Magieturm bauen. Den können wir ja mit Crystals hier, also mit diesen Kristallen bauen. Bin nur am Überlegen, wie wir das so halbwegs irgendwie hinbringen, dass das ein bisschen, designtechnisch an dieses Moderne angegrenzt wird. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir da machen. Sand, Stein. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Sandstein. Wie machen wir einen Turm? Wie mache ich überhaupt was Rundes in Minecraft? Es gab ja diesen Bauhelper. Ich habe mir natürlich nicht. Den hatte ich in Magic Farm 2. Helper. Bilder? Ja, da oben ist das Ding. Das würde ich. Building Guide. Okay, Glas und eine Fackel. Das sollten wir noch hinbekommen. Wahrscheinlich haben wir kein Glas mehr. So. Dich hier. Building Guide. Sag ich doch, wir haben kein Glas mehr. Das ist ein Mist. Sand. Wir haben auch fast keinen Sand mehr. Das ist auch blöd. Du bist die Kiste, in dem das zum Braten geschmissen werden muss. Und ich habe hier noch Glas und ich habe meinen ganzen Sand da jetzt blöderweise, unnützerweise da hier alles reingeschmissen und ich... Mann! Und ich habe auch noch Glas im Inventar gehabt. Wieso sagt mir denn das keiner? Mann! Nein, nicht dich, sondern dich hier. So, dann können wir mal draußen schauen, wie wir das ungefähr machen von der Größe her. Ich wollte hier eigentlich das Feld hinsetzen. Ich könnte den Turm, nee, da hinten will ich ihn dann eigentlich nicht hinstellen. Vielleicht, dass wir das Feld noch da irgendwie hinquetschen und den Turm hier. Ja, das schaut ganz gut aus. Zylinder. Wenn ich den hier oben, dann wirst du kleiner, oder? Nee, du wirst größer. Ja, so gefällt mir das Dach. So ein 50er Turm.
Ja, das würde doch echt geil ausschauen. Dann machen wir Eingang ist, ja, der passt so. Frage ist, wie wir das eben designtechnisch machen, weil da fällt mir jetzt gerade überhaupt nichts ein. Moment. Haben wir Cobblestone oder irgendwas anderes? Jetzt haltet die Klappe da hinten. Mosaikstein. Nee. Hier hätten wir noch die Dinge. Stone Brick Panels, das könnte ich ja mit der Chisel. Habe ich die Chisel? Nee, ich glaube, ich habe sie nicht einstecken. Ah, da ist er. Jo, Chisel. Und kriege ich hier vielleicht noch irgendwas Schöneres raus? Irgendwas, was ein bisschen mehr nach Magie oder sowas ausschaut. Stacked Sandstone Pile, das ist dasselbe wie vorhin. Wieso verbindet ihr euch nicht? Muss ich das jetzt verstehen? Verbindet euch doch sonst immer. Wieso? Mann, ich bin übrigens leider immer noch nicht dazu gekommen, das eine Ding hier weiterzumachen, was ich machen wollte. Hier, ihr solltet euch doch verbinden. Wäre eigentlich ganz geil, wenn das hier jetzt. Wie's? Ihr verbindet euch doch auch hier. Stone Bricks. Stone Bricks. Ja? Was habe ich denn hier anders gemacht, hä? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Okay, das sind andersfarbige. Ist dann das hier das dunklere? So, dann schlage ich dich hier jetzt wieder raus und setze dich hier rein. Okay. Verbindet ihr euch dann? Wieso verbinden sich die anderen nicht? Das ist ja das. So. Ich bin so langsam beim Fliegen. Mache ich das so? Sollte natürlich so halbwegs gut ausschauen am Schluss. Ja, sollte es eigentlich immer. Die Frage ist nur, wie ich das machen könnte. Wenn ich das so mache. Nee, dann kommst du hier weg. Habe ich denn ein Nether-Zeug? Nether-Bricks. Okay, nicht mehr allzu viel. Ja, es ist nicht so schön. Muss ich vielleicht Nether-Brick-Zeug holen? Ich meine, das soll ja hier ein bisschen magischer ausschauen. So, und hier unten. Dann wäre das mal wieder weg. War das jetzt zwar eigentlich nicht geplant, aber was will man denn machen? So. Wenn ich das so mache und den Turm hier nach oben ziehe, schaut es dann gut aus? Ich hoffe mal. Dafür brauche ich aber wesentlich mehr von diesen Steinchen. Ich falle einfach mal ins Wasser. Weil ich es kann. Und hier draußen wollte ich noch schauen. Certus Quarz. Ah, das. Stimmt, das geht jetzt nicht mehr, weil keine Energie dran ist. Certus Quarz. Ich habe doch bestimmt. Ja, Certus Quarz, Certus Quarz. Hier hin. War das hier auch so? Ja. Okay. Das ist nicht schlecht. Dann kann ich hier unten. Das Zeug mal durchpulverisieren lassen. Das heißt rechts aus und Certus Quarz rein. Dann gehen wir mal kurz hier zu irgendeiner Netherfestung und zerlegen die mal komplett. Mein Hammer habe ich auch dabei, aber ich renne hier erstmal durch irgendwelche Pflanzen, die mir wehtun. Das mache ich ja auch sehr gerne, auch bei New Life. So, ich war schon ewig nicht mehr hier, aber ich glaube hier hinten irgendwo. Nein. Ich glaub's doch nicht. Wo war denn das? Wo war denn das? Irgendwo hinten. Irgendwie so hier dran vorbei und auf der linken Seite auf jeden Fall. Wieso bin ich so verflucht langsam beim Fliegen? Was habe ich dir denn gemacht? Gast, schieb mich an. Oh Mann, das nächste Mal suche ich einfach den richtigen Weg, statt hier rüber zu fliegen.
Erfreut man sich mal, was man fliegen kann, aber was ist? Nix. Oh Mann. Darf ich jetzt wieder? Ja, danke. Also komplett schnell beim Rennen. Aber hier, wenn es ums Fliegen geht, das ist. Nee. Ist eigentlich massiv aus diesem Stein hier. Wenn, dann wäre das echt geil. Nein. Oder doch? Ich glaube, du bist massiv aus diesem Stein. Das ist ja echt geil. So, dann hole ich mir ein paar Stacks von dir. Tut mir leid, falls du irgendwas anderes geplant hattest. Ich könnte ja eigentlich mal runtersetzen. Ach, schau an. Sie geht ja ganz schön schnell. Ganz schön flott. Hole ich mir gleich noch ein paar Stacks mehr. So einen Hammer aus Manulin wäre eigentlich auch geil. Weil der halt dann wirklich wesentlich schneller wäre. Schätze ich. Habe ich mir ja eigentlich bei dem Manulin Madoc auch gedacht. Und wir haben ja gesehen, was da draus geworden ist. Nämlich nix. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das machen sollte. So, wir sammeln hier mal freudig ein. Ich glaube, ich mache noch, bis sich unten hier noch ein Stack füllt. Ja, ich könnte theoretisch das ganze Zeug mit Platten bauen und dadurch quasi weniger verbrauchen und auch eher fertig werden dann sozusagen. Oder was heißt eher fertig werden? Nee, eher fertig werden nicht, weil mit den Platten, da würde ich die ganze Zeit so durchdrehen, dass ich da wahrscheinlich niemals fertig werden würde. Aber wir haben hier ja diese wunderschöne Festung und können uns davon holen, was wir brauchen. Und ja, beruhig dich. So, dann hau ich dich mal ein bisschen. Hättest nicht mehr vor mir wegrennen müssen, sondern einfach nur laufen oder fliegen. Ich hätte dich niemals einholen können. Ach, du bist so eins. So, jetzt bist du nichts mehr. Jetzt bist du tot. Ding, 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 ding. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Habe ich dich jetzt komplett eliminiert? Ich hoffe mal. Ich laufe natürlich auch nochmal durchs Feuer. Na, ich bin ja eh feuerresistent. Ah, das ist was Schönes von dem DNA-Mod. Wo ist mein... Da drüben ist meins. Werde ich jetzt von Spinnen rausgekickt? Höchstwahrscheinlich. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Oh, gut. Ich habe schon gedacht, die kommen jetzt. Und kicken mich da raus und dann wird es wieder nervig, aber nein. Ich mache ja aber trotzdem mal vorsichtshalber die Tür zu. So. Wenn ich dich dann ablege, bin ich dann schneller? Das würde mich mehr interessieren. Ich versuch's einfach mal. So. Ja, ich kann auf jeden Fall schneller fliegen. Das ist. Ich glaube, das ist zum Bauen wesentlich geiler. Aber meinen Helm sollte ich aufbehalten, sonst sehe ich in der Nacht nichts. So, gehen wir hier einfach mal bis zur maximalen. Wann hört denn das wieder auf? Ich wollte zwar einen Turm bauen, aber keinen so riesigen. Hilfe! Da! Ich habe sogar noch einen draufgesetzt. Okay, ich glaube, ich habe hier eigentlich. Ja, gut. Ja, ich habe ja sowieso keinen Fallschaden. Es war nur trotzdem ein bisschen beängstigend. Wieso hörst du die ganze Zeit auf, hier zu fliegen? Ja, ich weiß, ich drücke die Leertaste, aber deswegen musst du ja nicht gleich wieder runterfallen. So. Ich mag das Ding hier eigentlich ganz gerne. Kann man schön, Dings machen. Hier, Rundungen und sowas. Kann auch Kugeln bauen. Deswegen, ich glaube, ich hätte den Schneemann ohne dieses Ding hier nicht hinbekommen. Mann, der schaut auch so jetzt nicht wirklich gut aus, aber es ist wenigstens was. So, irgendwas, was ich per Hand gebaut habe. Es würde mich jetzt immer noch interessieren, ob ich hier irgendwie Sand oder Sandstein automatisch herbekommen könnte.
Muss ich mal schauen. Dann statt. Nein. Jedes Mal, wenn ich hier auf R klicken will. Dome of Alkyl. Was für Zeug? Hä? Ja, Kompressor. Brauche ich nicht. Das kann ich in meinem Inventar auch machen. Und bekomme ich Sand irgendwo her? Ich könnte Cobblestone durchhauen und dadurch Sand bekommen. Ich könnte ziemlich viel Cobblestone durchhauen und daraus Sand bekommen. Versuchen wir doch mal. Haben wir irgendwo eine Cobblestone-Art, die uns nicht gefällt? Von der wir echt viel haben. Limestone bin ich jetzt nicht so wirklich der Freund davon. Sandstein-Cobblestone? Was ist denn, wenn ich Sandstein-Cobblestone durchschmelze? Schön, wie der kleine Turret da raufballert. Er kann auch, glaube ich, mich damit treffen und abschießen. So, du bist hier fertig. Das ist gut. Dann brauche ich hier noch ein bisschen was. Und du sollst dann... Nee, Sandstein wollte ich hier mal reinschauen, um zu sehen, was da rauskommt. Sandstein. Okay. Was passiert, wenn ich dich hier durch Messerate? Bekomme ich Sand raus? Ja. Okay. Das heißt... Sandstone, Cobblestone. Du kommst hier mal rein und wirst du Sandstone. Dann schauen wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Ich habe ja auch immer noch ein bisschen Sandstein. Würden wir hier eigentlich was anderes davon nehmen? Ich weiß, da wäre es jetzt wieder echt geil, zu sehen, was man damit machen kann. Das, was ich eigentlich vorhatte, zu bauen, die... Oh, es gibt so viele schöne Sachen hiervon. Leider sind die alle nicht im Resource Pack und deswegen schauen sie dann irgendwie blöd aus. Also halt so richtig komplett blöd. Das ist so traurig, weil eigentlich wäre das Zeug ja echt geil. Ich komme mir auch so langsam vor. Ich kann auch nicht mehr hier drüber springen. Oder laufen, besser gesagt, weil ich mir die Gene dafür nicht von einem Pferd geholt habe. Weil es ja unnütz ist, weil das eigentlich meine Power-Rüstung kann. So, nach oben. Bin im Überlegen, aber ob ich auf der Seite dann dieses, nicht Clay, sondern die Ziegelmauer da lassen soll oder hinbauen soll. Nein, hier, du, weg. So. Oder ob ich da was anderes hinsetze. Bin ich mir noch nicht sicher. Irgendwas, was schaut denn magisch aus? Das Cobblestone ist leer. So, ich brauche das Dunklere hier. Das Dunklere hier. So, nach unten fliegen. Ah, das macht so Spaß, sich hier einfach mal fallen zu lassen. Jo. Ich weiß nicht, hat eigentlich heute schon mal mein Aufnahmeprogramm wieder gestockt? Ich habe es bisher noch nicht gesehen. So, hier muss das Dings hier rein. Vielleicht mache ich da auch noch irgendwo ein paar Fensterchen oder sowas hin. Das weiß ich aber noch nicht. Es kommt auch da oben drauf noch so ein richtig schönes Dach. Oder es kommt ein Dach drauf. Ob es richtig schön wird, weiß ich nicht. Habe ich danach noch Sandstein? Ja, habe ich. Würdest du jetzt hier alles so hinsetzen, wie ich will? Das wäre eigentlich echt geil. Ich weiß... wie soll ich das sagen? So jetzt momentan schaut es ja
zu komisch aus, wenn ich das nur so lassen würde. Ich wollte jetzt... Okay, jetzt habe ich keinen Sandstein mehr. Wie könnte ich das hier machen? Ah, falsch. So. Fans, was habe ich denn? Nein, ich arbeite nicht mit dem Obsidian-Fans. Mit dem Obsidian-Zaun, das wäre zu blöd. Fans, was gibt's denn hier alles Schönes? Nether Quartz, Brick Fans. Theoretisch, wenn ich nach dem Baustil gehen würde, müsste ich hier von dem Brick den Wall nehmen. Ja, davon habe ich halt auch nicht mehr viele. Es wird wieder komplett blöd, das zu farmen. Würde dann so ausschauen. Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt gut oder eher nicht so? Was gibt es denn hier noch an Wänden? Wall. Diamond Wall. Ja. Okay, überhaupt nicht teuer. Nein. Bienen. Fancy Glass Wall, nee. Basalt, Cobblestone, Gold. Was es hier alles gibt an Dingsen, Dingser, Dinge, Viecher, Dings, wie ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich dich hier noch irgendwie anders bekommen? Irgendwie. Wäre nämlich echt geil. Ich könnte... what? Coke Oven Brick. Okay. Nein, das werde ich nicht machen. Also habe ich keine andere Wahl, als dich zu farmen. Das ist blöd. Darauf habe ich auch irgendwie so momentan so wirklich keine Lust. Habe ich da drin eigentlich noch irgendwas dafür? Ja, Clay habe ich da. Hatte ich hier mal gefarmt. Ich bin hier jetzt momentan so langsam. Okay, wenn ich nur das hier anhab, dann kann ich auch schnell fliegen und schnell rennen. Das ist eigentlich eine ganz geile Lösung. Du bist hier noch am Durchschmelzen. Wieso bist du hier? Was habe ich dir getan? Hä? Wieso bist... Ich meine, wieso? Wieso bist du hier? Wieso spawnt hier da, wo... Ach, Mann. So, F7. Schauen wir doch mal. Es ist eine Fackel hier fast direkt neben euch. Ihr könnt hier trotzdem spawnen. Was ist denn das für Mist? Aber da hier, wo eigentlich kein Licht ist, kann keiner spawnen. Ich glaube, das muss man nicht verstehen. Und hier ist halt auch komplett nicht ausgeleuchtet. Muss ich mal auf dem Boden hier irgendwas an Dings legen, an Lava. Wir haben doch noch eigentlich unsere Lava-Dinger, oder? Moment, ja, und der Tank sind sie gespeichert. Wie machen wir die denn dahin? Da hätte ich sie eigentlich gerne, aber da kann ich nicht hin. Dann muss ich dich hier mal umlegen. So, habe ich meinen... Ja, habe ich. So. Dann den hier unten weg. Und nach hier drüben gebaut. Wie machen wir denn das hier am schönsten? So, einfach drei rein. Oder sollten die noch irgendein Muster haben? Frage ich mich jetzt gerade. Oder gehen wir hier noch einfach einen nach üben? So L-mäßig. Das schaut eigentlich auch ganz interessant aus. Dann kann ich hier auch die hier wieder verlegen. So, dann habt alles auch wieder Energie. Und nein, nicht die Kristalle. Und wenn ich das hier jetzt dahin setze, dann ist auch wieder alles aufgeräumt. Ja.
Moment. So. Dann musst du weg. Du weg. Und du weg. Ja, dann setze ich mich hier noch kurz in den Ecken so ein L an Lava. Wie viel haben wir? 15 Jahre reicht. Und hier hinten? Nein, ich will doch nur hier zumachen, danke. So, dann ist hier ausgeleuchtet und schaut wesentlich geiler aus. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, weiter geht's in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.